Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pillen. Kann mal jemand eine 6 aufschreiben vielleicht? Also jemand, der vielleicht noch vorhat, so die nächsten 7 Stunden hier zu sein. Das wäre super. 6 Pillen. Und das merken vielleicht? Ich brauche unbedingt mal einen Notizblock oder sowas. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. 6, schreibt am besten Pille dahinter. Wir vergessen das wieder. Ja, 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 Sunny. Bist die Beste. Dankeschön. Da ist auch die Uhr. Ach, da können wir wahrscheinlich noch Zeiger reinhauen, beziehungsweise auf die Nummer 6 stellen. Und dann wird's dunkel, oder? Ah, wir müssen aber natürlich auch die Zeiger erstmal finden. Nee. Okay. Ist das Licht ausgegangen? Nee. Aber welche Stunde soll da kommen? Die nullte Stunde? Mitternacht? Ich glaube, es fehlt einfach noch der, der lange Zeiger. Weißt du, wie ich meine? Okay. Und mir scheißegal. Wir bleiben jetzt hier. Der kommt ja hier nicht rein, oder? Gut. Ist immer noch an. Zwei. Kann jemand Uhr 2 aufschreiben? Digga, wie viele sind das jetzt? Uhr 2? Uhr 2, Pille 6? Okay, 2 Uhr. So geht's auch natürlich auch. Dankeschön, Sophie. Scheiße! Junge, ist das wild! Gar nicht gut! Weg, weg! Oh, Gottes Willen! Dankeschön, Sunny. Alles gut, ich brauche die Info vor allen Dingen nachher, ne? Weil, also wenn wir das eintragen müssen, weißt du, wie ich meine? Dann müssen wir es aber irgendwie noch dunkel machen. Oder war das die falsche Uhrzeit einfach? Das kann natürlich auch sein. Nee, das passt soweit. Uff. Aber jetzt haben wir ja hier noch lange nicht alles gesehen. Also wir brauchen... Oh Gott! Sorry, Bro. Wir sind ja hier noch nicht fertig. Wir können ja jetzt noch nicht weiter, also wieder runtergehen. Das wäre ja Quatsch. Wir kommen vor allen Dingen hier sowieso nicht drüber. Also wir haben hier noch ein paar Dinge zu lösen wahrscheinlich. Wir gucken gleich auch nochmal auf den Zettel vielleicht drauf. Aber ich denke mal, wir haben zumindest mal hier die Etage geklärt. Sieht gut aus. Sechs, also zweite Stunde. Ja, das Licht, soll ich das wirklich mal ausschießen? Das scheint nicht zu funktionieren. Gibt es denn Lichtschalter? Desinfektionsmittel? Lass mich nochmal hier nachschauen. Achso, vielleicht sollte ich einfach mal die Taschenlampe ausmachen, weißt du? Macht das Sinn? Ach, hier geht's wieder zurück dann. Okay, 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 okay. Ja, da ist der Speicherpunkt und da können wir das auch eintragen. Ich meine, wir können es eintragen, aber es bringt uns halt nichts. Also 6. Und 2. Was fehlen ja noch 2 Zahlen, weißt du? 1, 5. Vielleicht ist die 5 schon gesetzt. Vielleicht ist das sogar schon eingegeben. Bisschen rumschummeln. Hat aber leider nicht funktioniert.
Die 1 war fett auf den Brief geschrieben. Ehrlich? Ja, weiß ich noch nicht. Diese Aggression am Sonntag, Hallöchen. Kausi Mausi. Na? Dann lass uns hier mal wieder durchlaufen. Irgendwas passiert hier noch mit dem Licht. Das werden wir uns nochmal angucken. Vielleicht mache ich einfach mal die Taschenlampe aus. Oder wir müssen es wirklich zerstören, aber das glaube ich auch nicht. Taschenlampe ist aus. Das leuchtet auch irgendetwas an, aber schau, wie das Licht ausgeht. Keine Ahnung. Schau, wie das Licht ausgeht. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu doof, um das zu lösen. Hallo Lisa, hallo Benno, hallo Mebrasta. Zettel. Ein Jahr lang haben sie mich beobachtet. Also 1. 6 Pillen, 2 Stunden. 1 Jahr, 6 Pillen, 2 Stunden. Every second the Licht, warte mal. Warte mal, warte mal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Aber es flackert zweimal. Okay, ich glaube, wir haben schon. Ich glaube, es blinkt zweimal. Kann sein. Zwei oder drei. Oh, falscher Knopf. Taschenlampe wollte ich anmachen. Oh boy. Eieieiei. Wir starten mit der 1. Ja, du hast völlig recht. Es steht alles drauf. Es steht alles steht drauf. Also 1, 6, 2 und es war die 2, weil zweimal ausgegangen ist tatsächlich, du hast recht. Okay, sehr gut, sehr gut. Mal wieder ein Grund zum Speichern, Leute. Okay, jetzt haben wir nur noch 1 und da suchen wir Folgendes und zwar, ja, auch eine Kombination, wieder eine Zahlenkombination, eine Reihenfolge, die wir aber diesmal eintippen dürfen. Ich habe hier schon irgendwas gehört, irgendwas schleicht hier doch schon wieder vor sich rum. Irgendwas will uns doch hier schon wieder umbringen, Leute. Wir klettern da jetzt erstmal nicht drüber. Lass uns erstmal ein bisschen rumlaufen. Nee, wir machen das mit der Schrotze. Dafür ist die Kohle ja da. Wir müssen das Tier nur finishen, sonst steht die wieder auf, das ist das Problem. Benno, du weißt genau, was du gegen Werbung tun kannst. Nitro. Oder ein Prime Sub. Oder ein normales Sub. Oder ein Eggblocker. Oh shit. Oder durchhalten, ohne zu meckern und zu schimpfen. Da kommt aber noch was, oder? Es war das Blinken, es war das Blinken, es war das Flackern. Zweimal hat es geflackert. Dreimal? Oh, jetzt ist er irgendwie gestunt, das ist gut. Ja, die Krankenschwestern, die gehen zur Not auch so, aber man weiß es immer nicht, ne? Heilen, Waffe ziehen. Nachgeladen haben wir. Oh, da geht's auf. Doch, da schon wieder was gehört. Benno, es war das Flackern. Zweimal hat's geflackert. Irgendwas hat da gepiept.
brauchen wir einen Schlüssel, okay. Aber das ist auch der Weg der Kette. Also wir müssen diesen Schlüssel erstmal finden. Oh, Toiletten, cool. Warte, ich dachte, da ist irgendwas. Hallo Snow, moin. Dann klettern wir jetzt rüber. Jetzt geht los. Da können wir gar nicht rüber. Aber auf die andere Seite konnten wir rüber. Hier. Nee, da kommen wir auch nicht rüber. Aha. Mhm. Kommen wir da anders rein? Nö. Gut. Na, dann haben wir nur noch eine Möglichkeit, Leute. Ich weiß nur gerade nicht, welche. Hier, da ist das Klo. Da haben wir alles. Fensterchen. Irgendwas piept hier auch richtig heftig. Irgendwas scheint hier abzugehen. Hier waren wir auch schon. Da ist eine kleine Wand. Und ich höre doch die ganze Zeit hier was rumschnurpseln. Da können wir immer noch nicht rein. Wo kriegen wir denn jetzt hin? Habe ich den Schlüssel vielleicht schon? Nö. Ja, da drin ist die Action. Wir müssen da erstmal reinkommen. Aber frag mich bitte nicht wie. Da versteckt sich ein Schlabberratz. Tja, wie kommen wir da rein? Das ist halt ein massiver Schrank. Den kriegen wir so nicht auf. Da oben kommen wir so aber auch nicht rein. Was machen wir denn jetzt, Leute? Das ist ja tricky. Das ist ja tricky. Das ist ja ein bisschen tricky jetzt. Aber bin ich zu doof, um das Rätsel zu lösen, oder was? Sollen wir den Schlüssel vielleicht nochmal von einer anderen Etage holen? Aber das macht ja auch wenig Sinn, oder? Von hier aus können wir da irgendwas anschießen, eventuell. Das Rätsel hat damit nichts zu tun. Das ist wahrscheinlich dann das Finale. Das heißt, wir müssen der anderen Kette folgen und die andere Kette, die geht hier rein. Wir müssen da irgendwie reinkommen. Aaron's Room. Ich folge nochmal der Kette, aber das ist sie ja hier, ne? Das ist die letzte Kette, die wir brauchen. Wahrscheinlich sind hier irgendwelche Zahlen einfach angemalt. Guck mal, hier geht's lang. Dann geht sie da rein. Oh, warte mal. Ich habe doch was zum Schieben gehabt. Und zwar hier gegenüber irgendwo. Ist da jetzt zugegangen? Moment mal. Die ganzen Durchgänge sind geschlossen. Okay. Wir brauchen irgendwas zum Ranschieben. Ich finde aber gerade noch nichts. Wir gucken weiter. So ein kleiner Wagen, weißt du? Ranschieben, dann können wir da reinklettern. Und dann ist alles okay. Der Rollstuhl, da kommen wir auch nicht mehr hin. Rollstuhl kommen wir nicht mehr. Ich bin wahrscheinlich schon 12-mal dran vorbeigelaufen. Ich habe ein Loch, habe ich noch gefunden. Vielleicht können wir da reinfassen.
Aber da ist auch gar nichts. Okay. Gut. Keine Ahnung. Ich habe auch keinen Wanddurchbruch. Hier ist ein Wanddurchbruch. Ich habe einen Wanddurchbruch gesehen. Es geht los. Es geht los. Ich hab's, Leute. Easy. Okay. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Scheint auch echt schwer kaputt zu gehen. Eieieiei. Oh, hier haben wir jetzt aber ordentlich Besuch, oder? Hello? Alter, ich bin doch schon weg. Bei denen weiß man nie. Da musst du oft genug drauf treten. Das ist ja klar. Ja, aber das wird es nicht gewesen sein. Hier ist bestimmt noch so ein Vierfuß. Ein Vierbein. Oh, danke schön für den Follow Claimer. Und da gibt es dann wahrscheinlich was zum Rausschieben. Na klar, 100 Pro. Ich schieb's mal erstmal hier weg. Dann kommen wir da schon mal rein. Okay. Und hier gibt's jetzt einen Wagen, ne? Ja, da ist er. Ich habe ihn schon gefunden. Wir gucken aber nochmal ganz kurz, ob hier noch irgendwo was Tolles rumliegt. Munition zum Beispiel wäre gut. Nö. Okay. Also diese Wandrisse sind manchmal sehr versteckt. Vor allen Dingen dahinter höre ich auch den übelsten Schleim. Hallo? Nicht runterspringen, Mensch. Du sollst auch da durchklettern. Zweiter Versuch. Hallo? Oh, shit, Leute. Da fühlt sich Schrotflinte halt voll gut, weil die sind halt One-Hit auf dem Boden. Jetzt ist sie down. Aber kostet natürlich auch, ne? Ist nicht so günstig. Schränke, die man zur Seite schieben muss, um Shortcut zu öffnen. Aber wenn man von der anderen Seite kommt, nicht einfach von der Wand wegschieben kann. Ja, ist schon hart. Es ist schon hart, Mad Max. Wir lesen. Er ist wieder hier, schaut mich an, starrt. Er sagt, er wird nicht mehr, er wird mich dorthin bringen. Ich will aber dorthin nicht. Umdrehen. Ich lasse nicht zu, dass er mich mitnimmt. Oh, creepy Fernsehen. Ah, da gehen wir noch nicht hin. Lass uns mal gucken, ob hier noch irgendwas... Ach komm, ich bin doch weggesprungen. Ob hier noch irgendwas an Munition rumliegt, noch mal kurz schauen. Oh, nice. Schrotkugeln. Dann gehen wir jetzt mal zu den creepy Fernseher, Leute. Oh, der Schlüssel. Büro des Direktors. Mach's kaputt. Mach's einfach. Es geht nicht kaputt. Lass dich nicht von allen anspringen. Wird da jemand eifersüchtig, Loni? Oh, Sammelfoto. Irgendwas ganz schwer atmen. Bevor wir da reingehen... Und den Abfuck nicht nochmal haben, falls wir sterben, werden wir hier speichern. Und dann öffnen wir das Büro des Direktors. Wäsche aufhängen. Ja, mach das, Maddie. Mach das. Okay, los geht's. Nutzen wir mal unseren neu gewonnenen Shortcut. Müssen wir nicht außen um den Pudding laufen.
Denke nur an deine Gesundheit. Okay, okay. Mir geht's gut. Oh, natürlich ist hier noch eine fette Leiter drin. Und hier ist noch ein Büro. Bald ist der Schmerz vorbei. Mhm, interessant. Soll mir das jetzt als Spieler was sagen? Das wäre hart. Und nimm mal alles mit hier, Kumpel. Nicht, dass da jetzt wieder ein Bossfight kommt. Oh, Leute. Dafür bin ich nicht gewappnet. Das hören wir uns gleich an. Los geht's. Jut. Nicht zu hören. Wir gehen hoch. Bald ist der Schmerz vorbei. Das hört sich an wie eine Drohung, Leute. Okay. Ja, ich habe schon gesehen, wir gehen da gleich hin. ...0050 war wieder im Act-Raum. Dieses Mal habe ich es überprüft. Er hatte keinen Behandlungstermin. Wie kann es sein, dass er da ganz alleine hereinspaziert? Und woher soll ich überhaupt wissen, wie man das Ding anstellt? Wer auch immer dafür verantwortlich ist, muss dafür gerade stehen. So nah, es wird passieren. Es muss. Ja, wir haben keinen Strom drauf. Ich gehe mal hier rein. Wir folgen mal dem Kabel. Oh, ich dachte, da stand ein Vieh. Okay, hi. Ich bin's. Ich will einfach nur mal hier kurz nach dem Rechten schauen. Ist alles okay bei euch? Oh, shit. Jetzt fällt er nicht um. Oh, shit. Oh, fuck. Natürlich, jetzt kommen hier 12 Leute. Na klar, komm. Weg. Weg, weg, weg. Geh mal wieder zurück, bisschen Abstand gewinnen. Guten Tag, Hallöchen, Captain. Guten Tag, Servus, Chat, moin. Hei. Ich glaube, wir sind trotzdem noch die Profis hier, die Könige im Munitionssparen. Und zwar keine Schrotflintenmunition mehr großartig, aber naja. Brauchst ja auch nicht, ne? So, einmal alles nachladen. Ne, wir gehen nicht da rein. Also gehen wir schon, aber zuerst gucken wir mal. In diesem Fightraum, hier muss ja bestimmt noch irgendwas rumliegen. Eine riesige überdimensionale Gummizelle. Okay. Hallo? Ah. Hier ist ein Fensterchen. Hier geht das Kabel weiter entlang. Und hier ist nochmal Munition. Bei solchen Spielen brauche ich immer einen extra Satz Unterhosen. Also nur beim Zuschauen, deshalb spiele ich sowas auch nicht. Kann ich gut nachvollziehen. Ich sag euch, ohne Chat, ich würde es auch nicht spielen. Ohne Chat wäre mir das auch zu hart, ne? Also vor allen Dingen im Dunkeln oder so. Vielleicht, wenn Jesse dabei ist auf der Couch, dass wir das gemeinsam zocken oder so, aber... Oh. Aber ansonsten wäre mir das auch zu hart. Aber ich bin auch ein kleiner Schisser, muss man ja wirklich mal sagen. Ich bin hier auch nicht der Maßstab. Hey, Little Hope, moin. Na? Okay, jetzt können wir das Ding anschmeißen. ...9659. Kann ich mir das merken, bis wir unten sind? 9659. So geht's natürlich auch. Sehr gut, sehr gut. Hallöchen, Hämmer, moin.
Okay, wir nehmen unsere Shortcuts. Nicht, dass hier jetzt irgendwelche neuen Dudes und Dudetten rausspringen überall. Geh straight dahin und tipp das ein. Du machst das tapfer, dankeschön. Okay. Auswählen. 9, 6, 5, 9. Mach auf die Kiste jetzt. Wir waren gestern auf der Messe, Little Hope. Schade, dass du nicht da warst. Hallo, John. Ja, RIP. Ja, ist jetzt natürlich dumm gelaufen, Digga. Amerikanische Ureinwohnerin. Vielleicht auch eine Spanierin. Eine Münze im Mund. Der Knopf für den Fahrstuhl ist es. Das ist der Knopf für den Fahrstuhl, Leute. Auf die minus 1. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, vor allen Dingen, das scheint eine echte versteinerte Frau zu sein. Und hier steht noch etwas. Sie ist ein Engel. Keiner weiß es, nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können sie nicht über ihre Fadenbrücke gehen. Sie fallen. Nochmal von vorne. Sie ist ein Engel. Keiner weiß es, nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Fadenbrücke gehen, sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Wie aufgedunsene und hässliche Leichen sind ihre Sünden. Sie vernichtet Sünde und Sünder gleichermaßen. Sie rettet mich. Sie ist ein Engel. Für mich kein verständlicher Text. Ich hoffe, es geht mir noch gut. Okay. Dann gehen wir jetzt im Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist weg. Nee. Der Fahrstuhl ist da. Hätten wir vorher speichern sollen? Nee, oder? Komm, wir machen den rein, den Knopf. Minus 1, los geht's. Hello everyone, thanks for tuning in. Welcome to another exciting edition of Trick or Treat. Where okay. If you answer our questions correctly, I'll win a prize beyond your wildest dreams. Or you fail to answer correctly. Oh nein. Wir sind bei Saw angekommen. Lucky contestant, James Sunderland. James, are you ready to play trick or treat? Excellent. Oh, Scheiße. Aufpassen, Leute. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave. How many souls were lost during the plague? 1, 42, 2, 67, 3, 85. Know the answer? Well, you better hold on to it. You never know when it might come in handy. Now, on to the... Alter, keine Ahnung, das ist viel zu schnell. Follow Sanders Street heading east and further on to the outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumberyard and the cemetery. What is the name of that road? One, Bachman Road. Nein. Two, Munson Street. Nein. Three, Wiltsey Road. Nein. Did you get that? I sure as hell hope so. Oh, Scheiße. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loquet. But what was the name? Laura vielleicht? Laura eventuell? Billy's sister. One, Miriam. Noch nie gehört. Two,
Nie gehört. Julia. Auch noch nicht gehört. That's the last of our questions. Have you got it all figured out? If so, fantastic. The time will soon come to collect your prizes. But be careful. If you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness or in health. Bye-bye. Also ich sag euch eins, ich kenne keine einzige Antwort. Null. So Friedhof die Straße kriegen wir vielleicht noch raus, indem wir unsere Maps durchblättern, falls wir da hinkommen. Oh scheiße, Leute. Wo soll ich denn die Quizfragen beantworten gehen? Kann ich irgendwie die Karte wechseln? Vorherige Karte... Das ist einfach nur das Krankenhaus. Karten. Hier. Da ist der Friedhof. Eine Straße führt zum Friedhof. Aber der Straßenname steht nicht da. Oh no. Der Straßenname steht nicht dabei. Ranch von Silent Hill, Toluca Lake, Nathan Avenue, stand nicht zur Auswahl. Oh, scheiße. Und wie viele alle Einwohner gestorben sind, boah. Stand bestimmt in irgendeiner Zeitung. Aber... Moin, Hallöchen. Aber ich hab's mir nicht gemerkt. Lassie schockt sich wieder weg. Was bedeutet das? Ist das Krankenschwester? Wir werden nur auf die Krankenschwestern schießen. Den Rest kriegen wir so hin. Okay, läuft. Ach komm. Stroken, moin. Nimm den, der nicht vorankommt. Ich glaube, das war irgendwie eine Notiz von, keine Ahnung, von vor 3 Stunden. Ich weiß gar nicht mehr, was damit gemeint ist. Nimm den, der nicht vorankommt. Oh, ich habe den Müll gefunden. 5 Pistolenkugeln, das ist ja schon mal nett. Hier ist noch mehr Munition drin. Vorkommt, nimm den, der nicht oft vorkommt. Also die Anzahl, wie viele sind in Silent Hill bei der Seuche gestorben? Es könnten 84 eventuell gewesen sein. 42 vielleicht zu wenig. Vielleicht aber auch angemessen. Straßennamen. Mhm. Nimm den Straßennamen, der nicht so oft vorkommt. Ja, nee. Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Ja, dann wird es die Nathan Street sein, aber ich glaube, die war gar nicht zur Auswahl. Haben wir denn irgendwo ein Erinnerungsprotokoll, wo da nochmal die Fragen stehen? Nee, oder? Oh, Dampf. Kommen wir nicht durch, oder? Ist das heiß? Kommen wir da durch? Okay, wir kommen da durch. Ein Name war nicht auf der Karte, oder? Ach so. Ja gut, das könnte man mal ausprobieren, ob wir das so rummachen. Frage ist nur... Von hier kommen wir doch, oder nicht? Wo sind wir hier? Also, Generatorraum waren wir drinne. Wäsche, Heizungsraum, Pumpenraum. Wir kommen von links wahrscheinlich.
Da ist eine Treppe, die ist aber auch, glaube ich, dicht. Dann lass uns hier mal überall alles anschauen. Diesmal nicht, Kumpel. Ohne Munitionsverschwendung haben wir den gepackt. Nice. Irgendwas ist hier wieder. Ich höre das Radio. Ah, so langsam kenne ich die Dudes auch. Das ist schön. Die können wir schön nackig machen. Ein Name war nicht auf der Karte, oder? Also die Notizen wären halt mal interessant, ob wir hier irgendwie noch Tonaufnahmen oder sowas finden, aber wahrscheinlich nicht, oder? Egal. Wir kriegen das hin. Ihr seid ja da. Ey, da lasse ich mich von euch auch gerne spoilern. Wenn es soweit ist und wir irgendwo die Daten angeben müssen, wahrscheinlich entscheidet sich so dann tatsächlich eines der Enden eventuell. Keine Ahnung, maybe. Oh, scheiße, da hinten wartet wieder irgendwas rum im Dunkeln. Ich renne immer direkt drauf zu, versuche die einmal zu Fall zu bringen, hau die dann kaputt. Deswegen laufe ich immer noch mal kurz zurück und schaue, ob ich vielleicht irgendwo noch in irgendeiner Ecke irgendwas vergessen habe mit einzusammeln. Munition, Heilung, solche Dinge eben. Hier auch direkt weiter. Ich habe mich, glaube ich, komplett verlaufen. Wir sind im heftigen Labyrinth angekommen. Waren wir hier jemals schon mal? Oh, da steht Exit dran, aber ich komme hier nicht raus. Wir wollen hier eigentlich auch gar nicht raus. Was wir wollen Mary finden. Unsere Frau, die zuletzt hier in diesem Krankenhaus gesehen wurde. Laura hat uns das erzählt. Das kleine Kind, was uns hier die ganze Zeit verarscht, muss man ja wirklich so sagen. Aber wäre James ein bisschen einfühlsamer gewesen. Da ist eine Leiter nach unten, noch weiter nach unten. Wäre James etwas einfühlsamer gewesen, dann... Oh, ein Ring mitnehmen. Oh, James. Sie ist aufgewacht. Mary. Was macht sie denn hier? Oh. Marie. Maria, I thought... Maria. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway... What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. Moment mal, Freunde. Maria, als sie das Krankenhaus betreten hat, wollte sich hinlegen und schlafen, weil sie so erschöpft und müde war. Wir haben sie natürlich schlafen lassen. Und jetzt sagt sie, sie wurde fast getötet. Ja, dann muss sie halt mitkommen. Ich habe versucht, sie mehrfach zu wecken. Also das lasse ich mir jetzt aber nicht ankreiden hier, Leute. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. I... So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? We have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her.
She's all alone, and I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Come on, let's go look for her. Das kann gut sein, Plushy. Das hätte ich verstehen müssen. Ja, aber ich habe doch eine Frau. Also Fremdgehen, sowas geht hier nicht, Leute. Zumindest haben wir jetzt sie. Ich weiß nicht, wo sie hergekommen ist. Ich habe alles durchsucht. Wahrscheinlich ist sie durch die Tür hinten gekommen. Und die ist jetzt offen. Da werden wir dann nochmal dorthin laufen. Und ich bin froh, dass wir nicht mehr ganz alleine sind. Ach, guck mal, die ist jetzt offen. Denn sie ist ein gutes Target. Das heißt, sie wird angegriffen und ich kann in der Zeit in Ruhe ziehen und alle wegnatzen.